Und wir gehen rüber ins nächste Spiel, um das Ticket fürs große Finale. Der liebe Fabio Oetzel, Kapitän vom BRC, spielt gegen Gianluca aus Deutschland. Und schöne Flanke, beide spielen mit den Wolves und da ist das 1:0 für den Luca aus Deutschland. Von links nach rechts, der Fabio Oetzel vom BRC, der Capitano. Und von rechts nach links, der Luca aus Deutschland. Beide spielen mit die Wolves. Das erste Mal, dass wir die heute sehen. Und wieder ein Konter. Wieder ein Konter. Und wieder ein Abschluss, aber Rudi hält. So, was ihr da seht, die Leute sind alle miteinander in der Party. Der Fabio Oetzel mit Psycho Benko hat er sich fürs große Finale qualifiziert. Ja, Psycho Benko auch beim großen Finale dabei und ist mit Fabio gerade in der Party. Ob sie miteinander reden oder nicht, weiß ich nicht. Für die Konzentration wäre es nicht optimal. Moutinho. Jonny. Oli. Moutinho. Neto. Moutinho. Schöner Pass. Schön gemacht! Danke, Maris, dass ihr das Spiel zeigt. Bist du von jemandem der Freund? Schöner Pass. Und wieder Luca Richtung 16er vom Fabio. Neto. Jota. Aber gut verteidigt. Neves. Neto. Jota. Campana. Oh, da lag sich ein bisschen durch, aber noch rechtzeitig verteidigt von Fabio. Aber wieder den Ball verloren. Neves. Campana. Aber Moutinho. Oh mein Gott, und das ist Pech, aber er kriegt doch irgendwie. Holy shit, war das knapp. Das hätte es 2:0 werden können. Rasmussen. 28. Spielminute. Neto. Aber gut verteidigt vom Luca. Campana. Pass in den Rückraum. Schön gemacht. Aber Poli ist da. Campana wieder. Aber gut verteidigt vom Kilmain. Mario war so knapp, aber diesmal hatte ich Glück. Hast du es geschafft, Bruni, fürs große Finale? Ist mein Moderator fürs große Finale nächste Woche Samstag qualifiziert? Da kann er uns ja gar nicht so supporten im Chat. Und er hat es geschafft. Gratulation, Bruni! Mein Moderator hat sich für das große Finale nächste Woche qualifiziert. Dieser Gianni ist schon wild. Ja, das ist der Luca, ne? Gianni ist Luca. Rasmussen. Rasmussen. Neto. Moutinho. Jota.
Schöner Pass in die Spitze. Was für ein Traumpass, Junge! Was ist mit dir los? Puh. Rasmussen. Dieser Pass war anders wie Philippe. Neto. Fabio kommt noch nicht so in sein Spiel. Sehr hektisch. Sehr, sehr schnell nach vorne. Jota. Campana. Aber gut verteidigt von Taylor. Podence. Gut verteidigt. Das ist ein bisschen ein Hin und Her. Bisschen ein zerfahrenes Spiel. Moutinho. Campana. Moutinho. Aber Taylor. Neves. Jota. Schöner Pass in die Spitze, Potenze. Im Rückraum ist einer, im Rückraum ist einer. Und der kriegt den Ball auch rein. Ich unterhalte mich gerade noch in der Pause kurz mit Christopher Stritzl, der ist ein bisschen enttäuscht, er hat das Ganze zu locker genommen. Hat einfach zu aggressiv und offen verteidigt. Hannes, starke Leistung, servus, dass du hier bist. Schreib mal in den Chat, wer du bist, wie alt du bist und Gratulation, dass du dich fürs große Finale qualifiziert hast und wie du auf unser Turnier gekommen bist. Kurzes Input für den Chat auf Twitch wäre cool, weil du hast uns positiv überrascht. Dich hatte ich nicht am Schirm, ich hatte Christopher Stritzl als Favorit gesehen. Sogar für den Turniersieg heute. So, und jetzt Fabio, der Kapitän vom WRC. Den seht ihr unter mir. Liegt mit 0 zu 1 hinten. Gianluca führt mit 1 zu 0 von links nach rechts. Und von rechts nach links der Capitano vom WRC. Neves. Neto. Campana. Olli. Der Hannes ist 22 und kommt aus Bayern, aus Erding. Und wie bist du auf unser Turnier aufmerksam geworden? Und was holst du so in der Weekend League? Hannes 77, kannst du auch reinschreiben, wie du grundsätzlich heißt, weil wir gerne natürlich dann später eine Pressemitteilung bzw. eine News rausballern wollen mit die Top 8. Da wollen wir gerne, wie alle heißen, natürlich auch bekannt geben. Hannes stand 5-0 bei der virtuellen Bundesliga aus Deutschland. Krass. Über die Grenzen hinaus geht unser EMEA United FIFA Spring Cup. Jota. Gianluca! Und schießt ins Kurze, da wo auch der Daumen steht.
So. Diogo. Moutinho. Jimenez ist reinkommen. Cavani. Duell zwischen Deutschland und Österreich. Cavani! Und das kann fast der Ausgleich sein. Bin durch Twitter auf das Turnier aufmerksam geworden. Sehr cool. Vollständiger Name ist Johannes Empel und holt Elite 1. Also Twitter Mario Visca, da ist jemand aufmerksam worden. So soll es sein, überall Mario Visca folgen. Support ist kein Mord. Ich hoffe, euch geht es allen gut da draußen, die zusehen. Von Rapid TV und Laola und Twitch. So, jetzt Traoré ist reinkommen. Traoré, ihr wisst, er ist eine Maschine. Er geht oft ins Fitnessstudio. Er ist ein Bär und er ist schnell. Er ist einfach ein Biest. 72. Spielminute. Es ist noch alles drin für den Capitano vom BRC. Gleiches Revier-Derby, oder? Ihr müsst mich auf jeden Fall im Chat via Live-Ticker am Laufen halten. Endlich beginnt wieder Fußball. Wie sehr haben wir uns drauf gefreut. Aber bevor wir uns Fußball widmen, widmen wir uns den Imo United FIFA Spring Cup Qualifier Nummer 4. Der allerletzte vor dem großen Finale am 23. Mai. Und da habe ich schon richtig Bock. Ich habe jetzt auch Bock. Aber das Finale, sage ich euch Jungs und Mädels, Omas und Opas, Papas und Mamas, Geschwister, Neffen, Cousine, das wird zu überragend. Das wird zu überragend. Wir werden einfach bei den Layouts ein bisschen was anpassen. Ihr werdet immer beide Spieler mit einem Bild im Game sehen, also es wird zu krass. Es wird zu krass. Das Turnier wird zu Ende gespielt. Wer von den Top 8 nicht zu Ende spielt, wird disqualifiziert. So steht es in den Regeln. Ausrufezeichen Turnier. Da findest du alle Regeln, die wichtig sind. Wegen dem Seeding wird zu Ende gespielt. Und noch wegen anderer Dinge. Browser, da gibt es dann eine kleine Mini-Session noch. Mehr Informationen dann in der laufenden Woche. Ihr habt auch alle Teilnehmer bis dato, haben alle eine E-Mail gekriegt mit einem Fragebogen. Bitte unbedingt alle rechtzeitig antworten und alles schicken, was benötigt wird, damit wir alles schön vorbereiten können fürs große Finale am 23. Mai hier auf Twitch, Laola und Rapid TV. Habe ich schon abgeschickt, sehr brav Browser, sehr vorbildlich, gefällt mir und das ist die Vorentscheidung. Somit 2:0 und er wird auch aufgeben.